Aus meiner Sicht sollte sich das Europäische Parlament gegen eine anlasslose Datenspeicherung aussprechen. Nicht nur bei Telekommunikationsdaten, sondern auch bei Flugpassagierdaten. Zum einen verstößt dieses Vorhaben gegen fundamentale Rechte, die wir in Europa haben. Wir sollten auch kein Beispiel geben für andere Länder hier in Europa, sondern wir sollten uns gegen solche anlasslosen Datensammlungen aussprechen. Es gibt keine guten Gründe, die dafür vorgebracht werden. Vor allem aber schafft man einen sehr großen Datenhaufen, auf den etwa wirtschaftsspionierende Geheimdienste oder andere Entitäten Zugriff nehmen wollen. Und angesichts der IT-Vertrauenskrise, vor der wir stehen, sollte man jetzt aufhören, diese großen Datensammlungen anzulegen.